Und wir wechseln nochmal das Medium. Vom Internet geht's ins Radio. Normalerweise spielen ja Radiosender Musik für ihre Hörer. Dass Hörer Musik für den Radiosender spielen, das ist eher selten. Aber unser Partner-Radiosender Leineherz wird 5 Jahre alt und Künstler aus Hannover schreiben dem Sender einen eigenen Song. Und wie sich das dann anhört, wissen Peggy Riekmann und Martin Schlüter. Ein Song für einen Radiosender, eine Liebeserklärung, Leineherz ist mehr. Ein vielschichtiges Statement zu unserer Stadt, verpackt als Geschenk für das Bürgerradio Leineherz 106.5. Ja, also der Song entstand natürlich unter einer gewissen Absicht. Also er ist jetzt nicht irgendwie als Inspiration vom Baum gefallen und war auf einmal da, sondern wir wussten, wir wollen einen Song schreiben über Hannover als Geschenk für Radio Leineherz. 5 Jahre haben die hannoverschen Musikgrößen Jens Eckhoff und Christian Decker den Song reifen lassen. Und eines war den beiden von Anfang an klar. Die beiden haben ja angefangen, wie ja schon Christian gesagt hat. Und jetzt anlässlich des Geburtstags von Radio Leineherz sind sie nochmal auf mich zugekommen, weil wo damals den beiden schon klar war, ich sollte irgendwie dazustoßen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann habe ich eher so den Schritt gemacht, ich texte. Wir haben nochmal über die Strophen nachgedacht. Mein Herz hängt an der Leine und lass ich es so und lass ich da. Ergeben hat sich eine Liebeserklärung an die Leine und die liegt in Hannover, genau wie sein Bürgerradio. Der Song ist in erster Linie ein wunderbarer Popsong, den befreundete Musiker aufgenommen haben, die bei uns im Programm von Radio Leine jetzt 106.5 ständig vertreten sind mit ihren unterschiedlichsten Bands. Die Idee für den Song geht ja schon 5 Jahre zurück. Und da geht es häufig nach dem Motto, gut Ding will Weile haben. Ein Song muss eben auch Zeit haben, um zu entstehen. Es ist vor allen Dingen gewachsen, ne? Also es ist vor allen Dingen ein Text dazu gekommen. Aber um es jetzt ganz von der Entstehungsgeschichte zu sagen, also die Strophen waren vorher auch anders. Also die Struktur stand schon und der Refrain war schon genauso da wie jetzt. Und der fesselt, nicht nur mit der Kraft der Worte. Deine Viertel, deine Straßen ließen mich nicht los. Ein Herzschlag für Hannover. Ein Statement für die Stadt, die sich zu oft versteckt. Also es geht ja auch ein bisschen um diesen Bezug zu Hannover. Und jetzt dieses Kind beim Namen nennen, da sind wir eher so ein bisschen vorsichtig. Aber ist ja trotzdem allseits bekannt, so allein aus den Harald-Schmidt-Shows, dass so Hannover immer so die Stadt ist, an der man gerne vorbeifährt. Und das soll eigentlich diese Zeile bedeuten. Kein Schritt zurück, denn ich gehe wieder auf dich zu. Mein Herz. Es gibt ja so manche Dinge, die plant man. Und es gibt manche Dinge, die passieren dann irgendwie. Und alles das, was jetzt mit dem Song passiert, wird irgendwie passieren. Und wir haben uns ja auch schon einen Namen ausgedacht. Also wir heißen jetzt Aufsichtsrat. Da merkt man natürlich eine gewisse Absicht hinter. Also keine Ahnung. Nee, wir freuen uns jetzt erstmal, dass da ein Interesse an dem Song ist, dass sich Leineherz freut und dass der Song schön geworden ist und wir den gerne mit breiter Brust jetzt euch allen vorstellen. Alles, was kommen wird, das kommt. Sagt es kommt, es ist gut, gut so wie es ist. Ein kurzer Blick.